Howdy, heute mit dem Film Der Halunke. Der Film ist aus dem Jahr 1972. Regie führt Claudi Zirklo und die Musik ist von Piers Jansen. Der Medizinstudent Paul macht in Tunesien Urlaub. Da begegnet er Christine, gespielt von Mia Farrow. Und die beiden verlieben sich. Und wenn sie heiraten, übernimmt Paul die Arztpraxis von ihrem Vater. Das tun sie auch. Aber bei seiner Hochzeit lernt er seine Schwägerin Martine, gespielt von Laura Anna, kennen und daraufhin erleidet er einen mysteriösen Autounfall. Die meisten kennen Mira Farrow wahrscheinlich aus dem Film Rosemaries Baby. In dem Film sieht man klar und deutlich ein Lucky Luke Comic. Madolten wird durch dieses Detail der Film aufgewertet? Nein. Ich fand den Film nicht sehr lustig. Ja, der eine oder andere würde jetzt fragen, aber du magst so den schwarzen Humor in Italo-Western? Ja, das stimmt, aber da passt es ja auch sehr gut und die machen ja die ganze Zeit Witze über den Tod, aber hier? Ich hab nichts verstanden. Ganz besonders das Ende habe ich nicht richtig verstanden. Handlung in Ordnung, Darstellung auch in Ordnung und die Musik viel zu gut für den Film. Fazit. Eigentlich ein recht gut gemachter Film, aber wie schon gesagt, ich habe den nicht richtig verstanden und naja, nicht ganz so gut. So, immer erstmal eine kleine Pause. Das nächste Video kommt wieder Montag und bis dahin frohe Ostern.